Die Sonic Arts Lounge ist das Spätprogramm von März Musik. Beginnt um 22 Uhr, normalerweise im Haus der Berliner Festspiele verankert. Da wir aber in diesem Jahr nur externe Spielstätten haben, ist auch die Sonic Arts Lounge auf diese Spielstätten verteilt. Das ist ein Format. Sonic Arts spricht nicht von Musik, sondern von den klingenden Künsten, wo insbesondere die experimentellen Formen, die Formen, die mit digitaler Technologie arbeiten, avancierte Improvisation, das, was sonst auch vielleicht in Clubs oder in Galerien zu Hause ist, gezeigt wird. Zur Eröffnung beginnt die Sonic Arts Lounge mit Glühlampen. Michael Vorfeld hat dieses schöne Projekt seit einigen Jahren entwickelt. Er macht aus verschiedenen Typen Glühlampen, Schaltern, Relais, Dimmern und dem Britzeln des Stroms in den Glühdrähten eine ganz wunderbare Musik, die natürlich gleichzeitig auch sichtbar ist, weil wir sehen ja, wie die Birnen reagieren. Ich glaube, ich passe ganz gut dieses Jahr in dieses Thema. Und gleichzeitig ist Märzmusik einfach auch ein Forum, denke ich mal, für wirklich experimentelle Musik. Ne? Also von neuer Musik bis hin zu Klangexperimenten.